Wenn du auch einen Pflaumenlikör herstellen möchtest, dann bist du in diesem Video genau richtig. Also bleib dran, denn nach einem kurzen Intro wirst du erfahren, wie du diesen herstellen kannst. Bis gleich! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt, TTKW. Mein Name ist Josh Vincent und wenn du gerne Produktvideos, Produkttests, alltägliche Tipps, Kochtipps und so weiter schaust, dann lass unbedingt ein Abo da, drück die Abo-Glocke, damit du keines unserer neuen Videos mehr verpasst. Am besten lässt du auch ein Like da, dann vergisst du es nicht und wenn dir das Video gar nicht gefallen sollte, kannst du das Like natürlich auch wieder entfernen. Heute stellen wir einen Pflaumenlikör her und alles, was du dafür benötigst, sind Gläser, große Gläser, Einmachgläser, Einweggläser, so wie in diesem Fall, das sind jetzt 2 Liter Gläser. Das reicht eigentlich nicht aus, eigentlich braucht ihr ein 5 Liter Gefäß, deswegen habe ich 2 davon genommen. Ihr braucht 1 Kilo Pflaumen, also 1 Kilo im entkernten Zustand, 600 Gramm Zucker, am besten braunen Zucker oder auch Candiszucker, 2 Zimtstangen und 1,5 Liter Wodka oder Korn. Ja, wie es euch lieber schmeckt, ihr könnt natürlich sogar Rum nehmen. Ich verwende Wodka. Fangen wir an, den Likör herzustellen. Zuerst müssen wir die 1,5 Kilo Pflaumen waschen, reinigen bzw. faule Stellen rausschneiden und natürlich entkernen. So sollte das Ganze dann aussehen. 1,5 Kilo ungefähr. So sollte das Ganze nicht aussehen, denn das ist vielleicht für Vögel essbar, aber für Menschen vielleicht nicht unbedingt. So, hier haben wir jetzt unsere entkernten Pflaumen und diese kommen jetzt in unser Gefäß hinein, wo wir den Likör drin zubereiten. So, wir machen jetzt auf jedes Glas 500 Gramm Pflaumen. Und da hier auf 1 Kilo Pflaumen 600 Gramm Zucker kommen, kommen in jedes Glas nochmal 300 Gramm Zucker jetzt hinein. So, und jetzt schüttet das Ganze noch ein bisschen zusammen. Samba de Joie. So, und jetzt in jedes Glas noch eine Zimtstange, also bei euch dann in ein großes Gefäß 2 Zimtstangen. So, und jetzt kommt jeweils eine Flasche Wodka hinein, also bei euch dann 2 Flaschen in euer eines Gefäß. So, und jetzt das Ganze nochmal schütteln, drehen, verrühren, wie ihr möchtet. Wenn ihr es schütteln könnt, dann schüttelt es, ansonsten verrührt es. Ja, und jetzt muss diese Mischung für 3 Monate an einem dunklen und kühlen Ort stehen. So, und in den 3 Monaten rührt immer mal wieder um oder schüttelt das Ganze mal. Dann könnt ihr auch mal ein bisschen probieren, wie es schon schmeckt. Lasst es aber gerne 3 Monate stehen, damit der Geschmack sich richtig entfalten kann. Und wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib sie unten in den Kommentaren. Lass ein Abo da, drück die Abo-Glocke, lass ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, dein Zusch Vinzenz. Und nun leg dich wieder hin und schau dir ein weiteres Video an, das ich dir hier eingefügt habe, welches bestimmt auch noch interessant für dich ist. Ciao, bis gleich im nächsten Video.